Siegelpfeile bringen wir nicht. Wenn der Schild im Weg ist, geht es nicht weiter. Irr nicht, vervielfältigt sich!
Stratos. Ich sehe etwas. Könnte nützlich sein. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur das Tor öffnen. Siegelpfeile bringen hier nichts. Vielleicht können wir mit Siegelpfeilen die Zahnräder einfrieren. Aus, als müsstest du schneller durchs Tor kommen. Sehr gut. Wieder zusammen. Mimir, sieht das für dich wie eine verlassene Schatzkammer aus? Ja, allerdings. Das ist Zitruns Familienwappen. Sieht für mich wie eine Tresortür aus.
Da wir nun beide Hälften des Schlüssels haben, sollten wir sehen, ob er auch zu diesem Schloss passt. Tod auf dem Thron. Kratos! Hier sitzt Prinz Dachre. Ich kann nicht fassen, dass er noch hier ist. Prinz Dachre? Das ist die Leiche von Sigruns Bruder? Wie ist er denn so verendet? Freya, warum antwortest du nicht? Bist du sicher, dass du das lesen willst? Nein. Tu es. Anscheinend hat Sigrun ihren Bruder wegen des Mordes an ihren König verflucht. Nein, wirklich? Sie wusste nicht, dass der irre König ihre Familie ermordet hatte. Als sie es erfuhr, war es zu spät. Sie hatte ihren Bruder verflucht. Deshalb schloss sie sich den Walküren an. Als Buße. Du wusstest alles über Sigruns Familie, oder Freya? Es war nicht meine Geschichte. Schon komisch. Jetzt, wo ich alles weiß, liebe ich sie nur noch mehr. Sie wählte mich, trotz meiner Fehler, meiner Reue. Zu wissen, dass es ihr ähnlich ging, bringt mich ihr näher. Das freut mich zu hören.